Willkommen, ihr Lieben, zu Clipsmoke. Nils heute wieder für euch. Ich habe heute für euch von Fantasia den Firecracker. Genau, den habe ich heute für euch da. Danke dafür an den Turn Systems Shop aus Berlin-Steglitz. Der hat uns den netterweise gesponsert für die Videos. Wie immer, ihr seht ein Foto von uns, wie das Ganze ausschaut mit der Feuchtigkeit. Ihr seht im Zipbeutel extrem feucht. Kopf gebaut, ganz normal, 3 Stücken Kohle, Batscher, nichts Spezielles, Besonderes. Zur Rauchentwicklung. Ist okay, nicht ganz so dicht wie Social, aber auf jeden Fall in Ordnung, kann man sich nicht beschweren. Zum Geschmack, man findet vieles im Internet. Ich habe Sachen gefunden über Kirsche, Blaubeere, Fruchtmix etc. Meiner Meinung nach, man schmeckt eine leichte Blaubeere raus, ja, sehr süß auf jeden Fall. Und es ist eine wilde Bärenmischung, bin ich der Meinung. Vielleicht auch eine leichte Kirschnote mit drin. Sehr viel auf jeden Fall, was man dort rausschmecken kann, wenn man das möchte. Auf jeden Fall eine sehr süße Variante eines Beerenmixes. Von daher, wer darauf Lust hat und wer auf Beeren steht, der ist damit auf jeden Fall mal speziell sehr gut bedient. Ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Videos, die noch kommen. Abonnieren war... Ich bin immer noch verwirrt. Da oder da? Ich bin der Meinung, müsste aber da sein. Und ihr könnt natürlich auch gerne unsere Facebook-Seite liken, die findet ihr unten in den Kommentaren drin. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit unseren Videos, bei Ideen, Anregungen, sonstigem natürlich immer gerne anschreiben. Von daher einen schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.